Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Herzlich willkommen zu einem neuen Lost Run. Wir starten heute mal wieder durch und gucken mal, ob wir unter Umständen mit The Lost diesmal Satan schlagen. Nach dem Debakel von gestern, rein in das Debakel von heute, das wird nicht besser werden. Vielleicht doch doch. Wir lassen uns mal überraschen. Ich wäre natürlich sehr glücklich drüber, wenn wir coole Items bekommen, wie zum Beispiel den Holy Mantle. Das wäre sehr von Vorteil. Dann hätten wir zumindest ein bisschen Defense. So, und würden einen Hit pro Raum einstecken können. Das wäre schon richtig nice. So, 1, 2, 3. Das Trinket brauchen wir wirklich nicht. So, und ich glaube, wir gehen schon wieder in die falsche Richtung und kommen zuerst mal zum Boss. Aber gut, wie gesagt, heute ist ja, haben wir ja keinen Stress. Heute haben wir keinen Stress. Wir suchen natürlich, egal wo wir zuerst hingehen, den Item Room. Denn den brauchen wir ganz, ganz dringend. Ja, natürlich hatte ich recht. Wir kommen natürlich zuerst zum Bossraum, ehe wir den Item Room finden. Aber alles halb so wild. So. Ein Schlüssel. Den können wir in der nächsten Ebene gebrauchen. Aber zuerst können wir noch... Oder wir haben... Nein, wir haben keine XL-Ebene. Dann muss hier oben der Item Room sein. Genau. Sowie der Shop und vieles, vieles, vieles weiteres. Gucken wir noch mal. Wir bekommen Depression. Das finde ich so gut. So. Oh, okay. Tech 2 dürfte das sein. Können wir mal gucken. Ich wäre fast reingeflogen. Das wäre es jetzt gewesen. Das wäre es jetzt sowas von... Oh, wie sieht das denn eigentlich aus? Jawohl! Okay. In diesem speziellen Fall nehme ich das Trinket doch sehr gerne mit. Okay, dann gucken wir noch mal. Der Duke of Flies. Hat überhaupt keine Chance. Wir machen nur sehr wenig Damage, tatsächlich. Aber das kriegen wir alles hin. Okay, wir bekommen Health Up, was uns nichts, aber auch gar nichts bringt. Okay. Dann erstmal weiter in die zweite Ebene. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir hier was Besseres. Okay. Wir machen nicht viel Damage mit dem Laser, aber alles gut soweit. Könnte schlimmer sein. Okay. Da oben, nein. Da unten, ja. Oh! Ich dachte, das waren schon alles. So, jetzt haben wir hier drüben den Item Room. Was bekommen wir denn jetzt? Zack! Okay, jetzt haben wir Tech 2 und Tech 1. Sehr interessant. Oh. Wir machen auch definitiv mehr Schaden als vorher. Retro. Okay. Ja, gehen wir doch mal zum Boss. Und gucken uns mal Pin an. Ein Bossgegner, der natürlich jetzt... Ja, okay, ich meine, Pin ist absolut okay und machbar. So, wir bekommen den Belly Button. Und bekommen ein weiteres Trinket. Und bekommen hier unser erstes Devil Deal Item, Brother Bobby. So, jetzt ist die Frage. Sind wir mit diesen Items eigentlich zufrieden? Wir haben
Tag 1, Tag 2 mit dem Belly Button, HP Up und Brother Bobby. Wir könnten natürlich unseren Lasersturm hier komplett wegwürfeln. Den würden wir dann aber auch nie wieder kriegen. Okay. Das war die Beantwortung der Frage. Der kam etwas unerwartet. Der kam etwas sehr unerwartet. Okay, merke, niemals mit gezücktem Laser in einen neuen Raum gehen. Der Dead Bird, der uns nur was bringt, wenn wir Schaden nehmen. Schlechte Idee. Das nächste Item, das uns nur etwas bringt, wenn wir Schaden nehmen. Yay! Okay. Das war jetzt ein sehr spontanes und sehr explosives Ende. Oh Mann. Okay. Ein Skeleton Key. Nicht kein Skeleton Key, ein Golden Key. Damit können wir doch auf jeden Fall nochmal in Richtung Shop gucken. Weil wenn wir da schon effektiv kostenlos reinkommen, dann tun wir das doch auf jeden Fall. Vielleicht können wir uns auch was Nettes kaufen. Zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht ist auch Greed drin. Dann bekommen wir viele, viele Münzen. Oh, nicht genau vor mir aufsplitten. So, du auch noch. Komm, dann sind wir die Gefahr auch noch los. Okay, dann gucken wir mal. Wir bekommen ein Soulheart. Mensch! Oh, die Donation Machine ist wieder bei 0. Aber wir haben trotzdem noch 6 Items. Das ist gut zu wissen. Unser Status ist, wir sind eigentlich voll. Und, oh, glücklicherweise. Nicht, dass unser Store-Level jetzt wieder komplett runtergegangen ist. Das wäre noch natürlich der Shit gewesen. Gut, aber das kann man sich für die nächsten 1000 Münzen merken. Wenn wir mal wieder Restock haben und viel Geld brauchen und genau noch eine Münze fehlt, die wir reinstecken können, können wir die eine Münze austauschen gegen über 90. Das ist gut zu wissen. So, jetzt erstmal gegen Famine bestehen. Das ist sogar ganz gut, dass wir Famine endlich mal wieder haben. Dadurch bekommen wir unser erstes Defense-Item. Sei es der Cube of Meat oder der Ball of Bandages, ist auch vollkommen egal. Aber wir bekommen unser erstes Defense-Item. So, ich würde sagen, relativ gleich ist nur noch der Kopf übrig. Okay, ein Cube of Meat, das ist schon mal Defense. Das kann uns schon mal den Leben retten, das Leben retten. Aber wir werden sowieso nochmal wegwürfeln, weil ich auf jeden Fall die Piggy Bank loswerden will. Denn das Item bringt uns einfach faktisch nichts. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Da kommen noch mehr. Geh doch kaputt. Nein, nicht du da unten, das Portal. Okay. Irgendwie haben wir das bis jetzt überlebt. Ich betone bis jetzt. Tatsächlich haben wir das sogar irgendwie überlebt. Puh, und wir bekommen sogar einen Schlüssel dafür. Das ist gut. Das ist nicht so gut. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay, okay. Wie machen wir das jetzt am klügsten? Wir schicken die einfach hin und her und beschießen sie immer in der Nähe des Tinted Rocks. Hat fast gut geklappt. Okay. Aber wir sind nicht gestorben. Das ist schon mal ganz wichtig. Das können wir immer noch machen. In der Hoffnung, dass der ist. Okay. Mach einen, bauen wir zu zwei. Finde ich gut. Und hier haben wir auch schon den Item Room. Und wir haben eine Batterie für den D4. Oh mein Gott, war das knapp. Das ist Soymilk. Das ist eigentlich okay.
von der Fire Rate her. Aber der Damage ist katastrophal. Okay. Dann, tschüss Midcube. Hast tolle Dienste. Wir haben die Blue Map bekommen. Wir haben Mom's Knife bekommen. Mal wieder. Und damit bin ich doch sehr zufrieden, tatsächlich. Dann gucken wir doch mal. Wieso haben... Oh. Oh. Okay, wir machen relativ wenig Damage, tatsächlich. Ja, okay, das... Der Gegner hatte wohl einfach nur... Die Spinne hat einfach nur massivst Leben. Das ist einfach alles. Das Messer ist einfach das Messer. Nein. Ah. Okay. Gut, dann gucken wir doch hier nochmal rein, wenn wir schon wissen, dass er hier ist. Wir haben die Bombe wieder bekommen. Das ist alles. So, 7 Münzen, dann gucken wir hier nochmal rein. Und wir bekommen den... Oh. Den Wooden Nickel Flipper Coin. Wenn... Den hatten wir noch nicht so wirklich in Benutzung. Aber ich habe mir mal durchgelesen, was der bringt. Und ich glaube mich zu erinnern, wir haben eine 50-50 Chance, dass alles in diesem Raum zu einer Münze wird. Oder dass wir alles in diesem Raum verdoppeln. Oder auch gar nichts. Das war nicht der Wooden Nickel. Das war ein anderes. Das war ein anderes Münz-Item. Der Wooden Nickel, glaube ich, bringt uns einfach nur random Münzen. Na, immer noch besser als der D4. Wir wollen unser Messerchen ja nicht mehr hergeben. Gut. Falsches Item. Falsch erinnert. Nichtsdestotrotz. Ganz okay. So. Hier könnten wir unter Umständen eventuell Items wie Penny Tears oder einfach nur Münzen kriegen. Oder einfach gar nichts von beiden, weil wir nur Spinnen rauskriegen. Tschüss. Okay. Versuch war es wert. Das kann man beides nicht gebrauchen. Machen wir so. Dann vergessen wir hier nichts auf der Ebene. Und eine Bombe kann nicht schaden. Jetzt müssen wir erstmal Pin besiegen wieder. Okay, das sollte... Nicht in ihn reinlaufen. Das ist das Einzige, was wir natürlich nicht machen dürfen. So. Das ist doch mal nett. Und das ist doch mal nett. Wir bekommen Damage up und wir kommen immer wieder in den Teufelsraum rein. Das ist doch gut. HP up bringt uns zwar nichts, aber ich meine, zurücklassen können wir es auch nicht unbedingt. Ist schon ganz in Ordnung so. Aber ohne Scheiß, wir haben so massivst Glück in letzter Zeit, dass wir immer wieder Mom's Knife uns herwürfeln. Hat das irgendwie mit Lost eine höhere Chance oder dergleichen? Das ist schon sehr häufig in letzter Zeit. Oh, ach, komm schon. Los. Der Wunde Nickel ist echt... Oder habe ich mich schon richtig erinnert und... Es ist nur einfach nichts passiert, statt alles ist zu einer Münze geworden oder sowas. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht richtig. Aber wir werden das einfach mal weiter austesten. Ich meine... Irgendwann wird das Item wenigstens mal seinen Effekt haben. Vielleicht. Okay. One makes you larger, one makes you small. Das hat sich ja gelohnt. Mensch, hat sich das gelohnt. Wir können aber definitiv den hier noch machen. Genau das wollte ich. So, hier haben wir noch einen kleinen Bettlerjungen. Wir können mal ausprobieren, ob der Nickel vielleicht Münzen, die am Boden rumliegen, vielleicht duplizieren kann. Das könnte man mal ausprobieren und genau das ist der Effekt. Na also, hast du schon rausgefunden. Das war jetzt noch so ein spontaner Einfall. Hätten wir mal den Nickel liegen lassen, hätten wir vermutlich uns
viel Geld zusammenfarmen können. Wenn es jetzt gerade nicht... Okay, oder er droppt einfach random eine Münze und wir hatten bis jetzt einfach nur Pech. Das kann natürlich auch sein. Und das war gerade nur in diesem Zusammenhang einfach Glück. Oder er droppt uns die zuletzt... Oh Gott, was ist das? Zuletzt auf... Nein! Oh, ich wollte... Oh Mann! Da laufe ich voll rein. Die zuletzt aufgenommene Münze. Einfach immer wieder. Aber da hätten wir eigentlich den Nickel bekommen müssen. Oh Mann! Oh, ärgert mich das jetzt. Das war eigene Dummheit. Das war einfach nur pure eigene Dummheit. Ah. Oh Mann. Na gut. Ich sag trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Und bis dahin, macht's gut. Euer Matze. Ciao.